Und herzlich willkommen hier zurück zu Planet Zoo. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist. Hier in unserem schönen kleinen Zoo, noch kleinen Zoo. Wir arbeiten daran, es immer mehr in den Griff zu kriegen. Ich schaue mal gerade, wie es unseren Sträußchen hier geht. Gucken, ob sie sich auch mal vermehren. Wäre ja schon toll, wenn die mal Gas geben würden. Lebensqualität 0. Okay, wir haben hier echt Probleme noch. Gucken wir mal, ob wir hier was machen könnten. Warte mal kurz. Die Art. Wir haben ja den afrikanischen Strauß. Aha. Aha. Wir haben was zum Reinsetzen. Nämlich diesen Ball haben wir hier. Damit können sie spielen. Dann geht gleich mal die Lebensqualität nach oben. Immerhin, ne, auf 50%. Das ist ja schon mal was. Das ist doch schon mal ordentlich. Besser als nichts, das haben wir geforscht. Apropos Forschen. Halt. Schauen wir mal bei der Forschung nach, wie es denn da aussieht. Ob das da. Da geht's weiter. Stufe 2. Du hast gerade nichts zu tun. Dann müssten wir eigentlich dich mal auf die Wanderspinne setzen. Technikforschung. Wie sieht's denn hier aus? Hier kommt irgendwie gar nichts voran, ne? Also hier ist irgendwie. Oh Gott, das dauert ja Ewigkeiten. Das dauert ja Ewigkeiten. Oh mein Gott. Das ist ja furchtbar. So, ich überlege gerade mal, wie wir das hier am schlausten machen. Ob wir hier eventuell das Ganze direkt hier noch was machen sollten. Dann müssten wir aber den Eingang hier versperren. Allerdings hätten wir hier auch gleich die komplette Versorgung. Ne? Da könnten wir ja eigentlich machen. Ja, wir werden hier ein neues Gehege anlegen. Ich weiß noch nicht, was wir da reinpacken. Das werden wir dann mal sehen. Architektur, Wände. Wir machen das hier erstmal dicht, ne? Damit die hier, damit das hier gut aussieht, sage ich mal. So, Wand, Tor. Ist das ein Tor? Warte mal kurz. Drehen. Ist das ein Tor? Wie geil. Können wir das? Funktioniert das echt? Wäre genial. Aber ich will die normalen Wände. So, wo sind denn die Wände? Da sind die Wände. Tür. Tor. Wand. So, wir wollen dahin. Das wollen wir hier dicht machen. So, dann machen wir hier das auch mal dicht. Das passt irgendwie, ne, nicht ganz so drauf, wie ich mir das wünschen würde. Guck mal, wie schief das hier alles ist. Es ist ärgerlich, dass nicht so schön ist. So, jetzt gehen wir hier mal rum. Drehen, drehen, drehen. Machen hier das auch dicht. Dass die Besucher das hier nicht sehen können. Ja, dann machen wir wirklich hier alles dicht. Wenn wir nachher erweitern, machen wir es auf der anderen Seite. Halt, das war schlecht. Oh, schön, Musik kommt wieder. Ich liebe diese Musik, die ist so schön entspannend. Man ist danach sowas von tiefen entspannt, das glaubt ihr gar nicht. Das ist der Hammer. Das ist der Burner, sage ich euch. So, du. Können wir dich einfach so drehen? Nein, leider nicht. Schade. Split vom Group. Bewegen. Ich will dich so haben. Sieht natürlich ein bisschen doof aus jetzt mit der Innenseite, aber okay. Na, das lassen wir mal so gelten. Die Tür bleibt offen. Baupläne. Ach, ja, ja, ne? 1900 in der Instandhaltung. Das ist schon happig, ey. Mein Gott, das ist alles andere als schön. So, Tür. Komm. Das lassen wir einfach mal offen. Kommen wir, müssten ja da rankommen. Und das können wir ja eigentlich wegmachen. Ja, kann ja offen bleiben. Macht ja nichts. Dann kümmern wir uns mal um das Dächle. Um das Dächle. Da kümmern wir uns jetzt mal drum. Vielleicht machen wir noch ein Spitzdach draus. Wo bist du denn? Da. Holzplanken. Drehen. Reicht das schon? Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht. Das ist zu klein. Aber das könnte gehen, wenn wir das erstmal zugemacht haben. Da braucht man nämlich erstmal
Dächer. Genau. Holzplanken brauchen wir. Ja, zack. Jetzt können wir das Ganze gleich mal verschieben. Okay, beenden. Verschieben. Ja, zack. Einfach rüber. Und dann passt das normalerweise eigentlich auch ganz gut. Ein Stückchen hier zu uns. Und... ja. Kann man so machen. Ja, kann man so machen. Kann man so lassen. Ist okay. Wenn wir hier noch eine schöne Ecke bauen, mal gucken, was wir da noch hinmachen. Vielleicht noch mal ein paar Fressbuden oder irgendwie sowas. Müssen wir mal schauen. So, die können da laufen. Können hier überall durch. So, das ist okay. Gut. Ja, passt. Ist in Ordnung. Jetzt neue Sachen. Neue Teile sozusagen. Flachdächer. Dachdekor. So, jetzt lass mal gucken, was wir hier Feines haben. Soll vielleicht doch nochmal ein Spitzdach draus machen. Holz, Holz, Holz. Ich hätte gerne Holz. Wir bleiben beim Holz, ist ja wohl logisch. Wie gut bist du denn? Das ist so. So viel will ich eigentlich gar nicht. Machen wir es mal so. Bauen uns unser eigenes Dach. Hep. Ja, passt. Wackelt und hat Luft. Jetzt müssten wir es eigentlich nur zutackern. Mit Dachelementen. Vordächer, Türen, Säulenbögen, Struktur, Dächer. Da haben wir echt nicht viel Auswahl, ne? Dächer und Böden, das ist ein Witz. Planetzorinne. Nee. Wanddekor, Wände. Ah, da haben wir eigentlich nur diese Platten. Bögen, Säulen. Inspektor kommt in 8 Monaten, okay. Was haben wir denn am Mittelpunkt? Da haben wir noch gar nichts. Dächer. Da haben wir echt noch gar nichts. Ja, da können wir eigentlich nur wirklich diese Teile nehmen. Säulen, wo ist denn das jetzt? Vordächer, Wanddekor. Es ist so viel Auswahl, das ist der Hammer. Oh, was haben wir hier? Was ist hier los? Was ist los? Was? Hallo, was ist los? Stopp, stopp, stopp. Was ist hier los? Kein erreichbares Mitarbeiterzentrum mit genügend Platz gefunden. Okay, wir müssen anscheinend doch nochmal nachbessern. Noch ein zweites Mitarbeiterzentrum anbauen. Werden wir gleich mal machen. Hier eventuell weiter. Hier nochmal alles abreißen und da weiter lang gehen. Aber erstmal will ich das jetzt fertig machen. Was ist hier los? Forschung. Veterinärforschung abgeschlossen. Sehr gut. Was haben wir da? Oh. Sträußle und brasilianische Wanderspinne. Da sind wir jetzt besser geworden. Stufe 3. Was hast du denn da bekommen? Das ist Spielzeug wieder. Gut für den Strauß, wenn der sich wohlfühlt. Schauen wir mal. Wird gerade Essen verteilt oder sauber gemacht? Gehege. Ah, Futterspender. So, passt, wackelt in der Luft. Das ist okay. So, Projekt. Das jetzt hier. Bau wieder, aufs Baumenüchen. Jetzt gucke ich, wo diese verdammten Platten sind. Die müssen doch hier auch irgendwo sein. Gibt's keine Holzplatten? Das ist aber echt mal... mager. Dächer und Böden. Hier ist gar nichts, ne? Das wundert mich jetzt aber wirklich. Beleuchtung, Spezialeffekte, Kunstform. Ja, das ist alles ein bisschen scharfkantige Sachen. Das ist alles Architektur. Alle. Asphaltdach. So, da ist wirklich nur
Türen und Fenster. Wände. Das sind die schrägen, aber die Sachen, die ich brauche, sind nicht dabei. Bögen. Das sind diese Durchgänge. Das ist okay. Säulen. Das ist auch nett. Strukturzubehör. Holzplanke. Vordächer. Wanddekor. Ich finde es gerade nicht. Ne? Also ich sehe es gerade echt nicht. Das ist der Hammer. Gehe ich auf alle, sehe ich die Dächer sofort. Asphaltdach. Was ist denn das hier? Kunststoff-Welldach. Kunststoff. Zu heftig. Das ist zu heftig. Nee, das passt nicht. Das ist zu heftig. Das hier würde passen. Aber sieht irgendwie unmöglich aus, ne? Irgendwie sieht das ein bisschen komisch aus. Metallplanken. Was ist denn das hier? Planet zu Außenschalter. Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, wir haben so viele Möglichkeiten, ne? Das ist der Hammer. Aber eigentlich müssten wir das Dach hier drauf knallen, ne? Guck mal kurz gucken. Eins, zwei. Sagen wir mal ganz kurz. Passt das da drauf? Ja, ich glaube, das passt sogar schon richtig gut drauf. Wenn nicht, müssen wir nochmal drüber gehen. Finishen das Ganze. Nicht 100 Pro. Ne? Nicht 100 Pro. Planke. Ist das diese Oberkante oder was ist das hier? Das muss ich mal ganz kurz gucken. Oder dieses Zierelement. Planke dünn. Ja, das ist... Was ist denn das? Schräge Wandspitze. Ey, es gibt so viel Zeug. Das ist unglaublich. Türen, Dächer. Rinne. Rinne Endstück. Rinne Trichter. Ach du Gottes Willen. Wanddekor. Gestrichene Ziegel. Planke dünn. Wände. Das ist der Hammer, oder? Das ist der Hammer hier. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen hier weiter. Hier ruhig durch, glaube ich. Da gehen wir mit dem Weg durch. Aber eigentlich müssten wir auch in die andere Richtung, ne? Nach hinten irgendwie. Aber gut, wir gehen erstmal... warte mal kurz. Muss hier erstmal durch. Irgendwie. Daran vorbei. Rasterausrichtung, genau. Da wollen wir uns mal richtig ausrasten jetzt. Okay, passt. Nee, eigentlich sollst du nicht nach oben. Nicht nach oben. Unten bleiben. Genau. Nee, nach unten. So, dann gehen wir da mal vorbei. Ja, machen wir hier so und dann gehen wir mal gucken, wie wir hier jetzt zum nächsten Gehege kommen. Was ich hier hinbaue, weiß ich noch nicht, aber hier können wir nochmal ein, zwei Fressbuden hinbauen. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Und dann gehen wir hier rum, aber vielleicht nicht ganz so scharfkantig. So, dann. Ja, machen wir mal so. Okay, das ist ein Weg. Hier, wie gesagt, die Fressbuden. Nochmal eins, zwei. Vielleicht Toiletten auch nochmal hinmachen. Wir haben ja bisher nicht so viel. Einrichtungen. Gästeeinrichtungen. Da würde ich schon ganz gerne mal diesen Laden groß hinmachen. Ich weiß bloß noch nicht, wie wir die einzelnen Dinger hinpacken wollen. Ja, dann machen wir das mal ruhig. So, ruhig ein bisschen so. Können wir da noch Pflanzungen anmachen? Dann müssen da irgendwelche Dinger rein. Dann machen wir Gulpis so da rein. Ich weiß nicht, wie wir das machen wollen. Na. Okay, das ist das, das ist das. Halt. Quatsch.
Das ist schlecht jetzt. Das war ganz schlecht. Abbrechen. Whippy Soda. Y. Und jetzt müsste das runter, ne? Ich weiß nicht, ob der Laden da reinpasst. Weil das sieht mir irgendwie total komisch aus. Weil ich weiß nicht, inwiefern. Sieht irgendwie komisch aus. Ich weiß nicht, wie wir die da reinfriemeln. Wenn ich die einzeln aufstelle, ist das ja kein Problem. Ich würde die aber trotzdem irgendwie da reinfriemeln wollen. Warte mal kurz. Gelände zu Gebäude hinzufügen. So? Weiß nicht. Kommt das hin? Okay. Ich hoffe, das geht. Das war Gulpi. Und dann machen wir jetzt noch Chief Beef. Okay, dann hoffe ich, dass das geht. Preise. Ach, guck mal an. Wir können sogar Ketchup und so weiter noch. Das ist ja mal geil. Können ja noch was dazu packen. Das ist ja mal hammerhart. Das ist ja genial. Cheeseburger XL. Cheeseburger XL. Oh, wie geil. Status. Okay, alles klar. Ich hoffe, dass das so richtig ist, was ich gemacht habe. Ich befürchte aber fast nein. Weil wenn ich mir die anderen Dinger hier so angucke, die sehen irgendwie besser aus. Irgendwie sieht das besser aus. Na gut, wir schauen mal. Guck mal, was dabei rauskommt. So. Chief. Kann ich das irgendwie beeinflussen, hier das Schild? Nee, ne? Okay. Ben, alles klar. Einrichtungen. Mitarbeiter Rita Borlen. Warte mal, wir haben zwei davon. Ich glaube, da werden wir nochmal welche einstellen. Nochmal zwei Leutchen. Die werden wir brauchen. Nochmal zwei Verkäufer. Wir haben jetzt sechs Stück. Okay, wir holen uns nochmal ruhig nochmal einen Verkäufer ran. Mitarbeiter, Gebäude, Arbeitsbereiche. Habe ich denn hier eine Übersicht, wie viel Gäste, Geldautomat, Getränke, 2, 4, 5, 6, 6 Leute. Eigentlich genug. Ja. Ne? Werkstatt, hoher Bedarf. Okay, da braucht man nochmal einen Techniker. Wie die Sache aussieht. Stellen wir nochmal einen Techniker ein. Sicherheitsdienst, Tierarzt, Techniker. Okay, wir holen uns nochmal einen. Du kannst frei wählen, wo du laufen willst. Das ist mir egal. Wir werden nochmal ein Mitarbeitszentrum bauen müssen. Das heißt, wir werden das Stück hier nochmal... Nee, warte. Das Stück hier nochmal rausnehmen müssen. Okay, und tschüss. So. Dann werden wir nochmal einen Weg bauen müssen. Unsere Mitarbeiter hier lang. Den Mitarbeiterweg. Na. Ach, guck mal, das kannst auch sogar schräg rausgehen. Das ist ja mal geil. Warte mal, wir machen das mal. Das muss nochmal weg hier. Hoppa. Wegen der Ausrichtung? Nein. Nicht andocken. Zack.
So, hier sollen noch mehr Gebäude hin. Alles klar. Und wenn wir das hier weiter abtrennen, dann wird hier noch ein Gehege kommen. Vielleicht Pfaue oder irgendwie sowas. Mal gucken, was wir hier hinbauen könnten. Das müssen wir mal abstecken. Was machen wir jetzt hier? Wir nehmen erstmal den hier weiter nach vorne. So, dich stellen wir dahin. Damit wir hier ein bisschen bessere Sicht haben. Vor allen Dingen, damit ich hier besser sehe, vor allen Dingen. So, das ist okay. Bewegen. Den kann ich nicht bewegen, oder was? Den kann ich jetzt irgendeinen Grund nicht bewegen, okay. Auch nicht, okay. Alles klar, dann ist da die Grenze irgendwie schon. Dann können wir hier quasi nochmal ein Gehege aufbauen. Das machen wir jetzt auch. Was ist hier los? Die mit ihrem Mitarbeitszentrum, okay. Dann machen wir nochmal ein Mitarbeiterzentrum. Mein Gott. Dass das hier irgendwie so schief ist, ist auch blöd, ne? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Dann geht von da aus los. Da will der immer ansnappen, soll er aber nicht. Soll es eigentlich hier rumgehen? Ja, gehen wir dahin, da wird ein neues Mitarbeitergebäude kommen. Einrichtungen. Haben wir da vielleicht mal was Neues für unsere Mitarbeiter? Vielleicht ein großes Geschäft, Werkstatt, Tierpfleger, Tierarztpraxis, Mitarbeitergebäude. Immer noch diese kleinen Dinger, die sind echt ein Witz. Mitarbeitergebäude. Okay, machen wir. Machen wir mal so, oder? Dass wir hier vielleicht das Ganze mal so hinfriemeln. Ah, dann haben wir noch ein zweites Gebäude. Zack. Das Gehege werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge anfangen. So wie ich die Sache sehe. Wir werden das jetzt hier nochmal schnell verfeinern. Wände. Holzplanke. Dreherchen. Passt nicht ganz hin. Egal. Machen wir es so. Okay, na, dann machen wir jetzt gerade. Soll halt nicht gesehen werden, ne? Ist einfach so. Die Leute sehen das halt nicht gerne. Sag ich, okay, dann machen wir es halt so. So. Split. Okay, passt. Besser. Okay, jetzt ist das hier noch. Split vom Group. So, passt auch besser. Sehr gut. Und jetzt haben wir den noch. Den auch nochmal splitten. So, sieht doch schon mal deutlich freundlicher aus.
aus wie ein Knast hier, mehr oder weniger. Das ist echt heftig. So ist es eigentlich nicht geplant, aber okay. Was willst du machen, ne? Wir werden das jetzt hier auch nochmal abdecken, hier hinten rum, hinten lang. Dass es unsere Leute hier nicht sehen. Baupläne, Bau. Vielleicht auch mal mit einer anderen, mit einem Sandstein jetzt oder sowas. Mit dem, das ist dieses Orange, ne? Sandsteinziegelwand gebogen. Wand. Das Ding hier ist ja auch noch nicht so hundertprozentig fertig eigentlich. Blöde kleine Fliege hier. So, passt das denn daran? Komm mal mit der hier dran. Geht das? Komm mal nicht ganz ran. Ah, ist das ärgerlich. So ist eigentlich eher auf dem Raster. Ah, ärgerlich. Entweder ziehen wir es zurück. Momento. Zack, X. Zieh mal ein bisschen raus, so. Komm, ein paar Pflanzen hin. Ist nicht ganz gerade, was soll's. Egal. Baupläne, Bau. Ich brauche Wände. Wo bist du? Die Wand. Die Wand, bitte. Gedreht. Na, komm. Passt das da? Ist das da verschoben? Ich kann es nicht genau erkennen. Snappt jetzt natürlich blöde ein. Na, zack. Zack. Und dann machen wir den da dran, der gar nicht dran passt. Das ist ja auch mal geil. Das ist ja richtig hammerhart. Beenden. Zack. Du wirst gesplittet nochmal und jetzt mit Taste X kann man dich verschieben. Ganz easy auf der Dingsbums. So, dann ist das hier dicht und die Leute sehen das da hinten nicht und können sich schön hier hin begeben in den Park. Da werden wir die Wände noch verzieren müssen. Aber anders wird es nicht gehen. So, dann machen wir das. Dann brauchen wir da aber noch irgendwas Schickes davor. Am besten eine Säule. Standard zu quadratisch. Holz. Bogenbeton. Standard Balkenrund. Ach, das ist nichts Ganzes und nichts Halbes jetzt. Das lassen wir nochmal weg. Da werden wir uns einfallen lassen. Vielleicht werden wir das hier auch so halb überdachen oder sowas. Vielleicht machen wir hier oben auch noch irgendwie eine Attraktion drauf. Mit einem Weg oder sowas. Ein paar Terrarien. Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal sehen, wie wir das machen. Auf jeden Fall war das diese Folge. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall so lange fürs Zusehen. Hinterlasst doch ein Däumchen da oben. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, wenn wir das nächste Gehege bauen. Bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von netgaming.tv. Bye, bye. Gonna build a mountain from a little hill. Gonna build a mountain. I hope I will. Gonna build a mountain. Gonna build it all. I don't know how I'm gonna do it. I only know I'm gonna try. I'm gonna go to the next one.